The only reason I've taken on this mission is to get closer to my own objective. No matter what happens, I can't let anyone figure that out. Of course, hiding in the shadows isn't my style. I'll have to reveal myself to him and offer advice once in a while. I see you've managed to arrive at the village on time. Yes, but nobody remembered to roll out my red carpet. The villagers there are all being controlled. They automatically attack any intruders. Ring the church bell. That should quiet them down for a while. Sounds like they're good, obedient boys and girls. Unfortunately, time is not a luxury we have. Gather as much information as you can about the parasites and finish off this little tour. Ja, und damit herzlich willkommen zu Separate Ways. Ach du Scheiße. Also wir sind direkt gleich drin hier im Geschehen. Und ein Gewehr. Oh nö, nimm es doch mit. Ist doch scheiße. Lass es doch nicht liegen. Oh shit. Ja, tatsächlich, ich würde gerne jetzt kurz. Stopp mal. Stopp mal. So, Leute, jetzt. Erstmal herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal. Wir haben Resident Evil 4 im speziellen Separate Ways in unserer Datasette. Es ist ein kleines Goodie zum Hauptspiel Resident Evil 4, in dem wir Ada Wong spielen, die quasi parallel zur Hauptstory, die von Leon S. Kennedy beschrieben oder bestritten wird. Oben ploppt jetzt mal gleich was auf irgendwie. Zieht's euch mal rein. Und da spielen wir jetzt. Wir haben einige Verknüpfungspunkte in der Storyline mit Leon zusammen. Und wir beleuchten jetzt ein bisschen mehr über den Charakter Ada Wong. Let's do it. Und wir sind hier schon mit im Dorf. Oh, scheiße. Und sind auch gleich hier richtig auf Stress hier aus. Also das ist halt schon Spinell, alles klar. Runder. Man merkt halt schon, die Leute sind ein bisschen auf Leon fixiert. Man hört es irgendwo relativ weit hinten rumballern. Blockieren el paso! Und tatsächlich kommt jetzt der Doktor mit der Kettensäge. So, kann ich. Also man kann so ein bisschen, ich sag mal, es gibt so ein paar kleine Kontinuitäts... Oh, da ist der bei mir hier drin. Oh, hier ist er! Ihr habt doch wohl einen Arsch offen, Alter, verpisst euch!
Hühnerei. Hau ab. Nein! Lass mich! Ey, sind sie alle am Start? Oh, nee. So, okay, alles klar. Wir sollen quasi die Glocken klingen lassen. Und wir sind komplett falsch. Letztendlich, glaube ich, müssen wir hier ein bisschen noch was zusammensammeln. Irgendwie so ein paar kleine Sachen, damit wir auch... Oh. Aha. Schau an. Welches ist denn das? Das ist dort drüben. Ah, okay, alles klar. Was können wir denn da machen? Oh, nee, die Dörfler. Die fucking Dörfler. Jetzt will ich alle umlegen. Wieso viel Schuss? Also wir verdienen zwar auch anscheinend ein paar Leis. ein paar Leis. Wie geil. So, ein bisschen mal kurz bei Resident Evil Village ab hier. Leer, ey. Na, der ist ja schon nur los. Ja, shit, Alter. Das kann jetzt aber hier nicht die Antwort sein, Freunde. Ein Stück zurück. So, vielleicht treffen wir dadurch ein bisschen mehr Leute. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht einfach in sinnlos, maßlosen, nicht enden wollenden Wellen. Denn ich würde wirklich gerne hier mal so ein bisschen was einsammeln. Während Leon im Hintergrund mit dem verrückten Doktor kämpft. Okay, das Huhn ist quasi... Na, ist nicht... Ja, ist das aber da. Gelbe Kraut nehmen wir auch mit. Uns geht's nicht gut. Uns geht's nicht gut. Wie kommen wir auch, wie kommen wir denn da hoch? Dann kann er noch mitnehmen. Komme ich denn hier irgendwie hoch? Ah, okay, alles klar. In gewisse Punkte kann ich laufen und den Unterhaken nutzen. So, bin ich hier safe? Das gewusst, hätte man ja schön von hier oben holzen können. Naja, im Nachhinein. Da ist man ja manchmal auch bekanntlich. So, da kommen die Bauern daher. Wir müssen jetzt in die Kirche. Schwupp. Schlüsselinsignie benutzt. Oder Insignien-Schlüssel. Und. Welcome! Der Händler. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you buying? Okay. Oh, nee, Alter. Ich hab ja nichts, ich bin ja so nackig hier, ey. What are you selling? What are also, wir können uns coole Sachen kaufen, ne? Schatzkarte, der Koffer, die TMP, alles bekannte Elemente aus dem Hauptspiel. Aber, oh, shit. Aber für uns jetzt gerade momentan unerreichbar. Aufgrund des fehlenden. Also aufgrund der fehlenden Pesetas. Ich habe auf jeden Fall zu viel Munition verschossen. Sinnlos verschossen, vor allen Dingen. Das ist halt echt ärgerlich. Okay. Der Punkt auf der Karte sagt uns, da müssen wir hin. Schauen wir nochmal. Okay. Wir wurden gefunden. Fliegen wir lieber. So, jetzt hier liegt's parallel. Ah!
der Hoffnung. In der Hoffnung, dass es sich rechnet. Komm, lass bitte ein bisschen was fallen. Oder du kannst, oh nee, ich das nicht. Irgendwelche fancy Messergrooves machen hier irgendwie, du wirst einfach hier grabbelt, was da ist. So scheiße, das kann man nicht. Keine Chance, keine Chance. So, okay. Naja, wir haben ein bisschen mehr Kohle bekommen. Na, bitch. Die halten auch recht viel aus, muss man mal sagen. So, ich hoffe, der Friedhof ist nicht voll von ihm. So, wir haben hier ein paar Raben. Schätze finden wir schon, das ist schon das gut. Okay. Kann ich da irgendwie so ein bisschen. Ach, scheiße, den hätte ich jetzt ja noch nie gesehen. Okay, alles klar. Also wird Heilung auch so ein Thema sein hier. Oh nee, echt jetzt. Hier? Achso. So, schnell rin. Sag so schnell rin. Und schnell raus. Nice und smooth. Okay, also oh Gott, ist das alles voll hier, ey. Scheiße, aber nie geschossen. Naja, gut. Okay, dann schauen wir mal, ob wir so hier vielleicht abschütteln können. Oh. Okay, alles klar. Haben wir ein bisschen getrickst. Haben wir ein bisschen getrickst. Nein, Wählerschwester. Ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Echt jetzt? Ja, das lief ja gut. Ach du Scheiße. Oh nee. Also die Bela-Schwester, die ist schon. Die ist. Nee, da sag ich nee. Die muss ja nun überhaupt ja nie sehen. Kann ich die irgendwie. Stun ich die vorher? Ja, super. Ja, ob es halt so ein beschissener Katzenauge von innen. Was für ein Rotz. So, hier ist zu. Nein, Alter. Nein. So, ist eine Kacke. Ja, wo kriegt denn jetzt bitte so ein Pendant zu diesem runden Insignienschlüssel jetzt her? Was ist denn das für ein Schlumps? Was soll denn der Käse? So Blödsinn. Muss ich mich jetzt hier wirklich mit den ganzen Hunis? Ja.
So. Vielleicht sollte ich mir auch angewöhnen, nicht so viel daneben zu ballern. Okay. Es scheint so, als wären eventuell alle tot jetzt hier auf der Karte. Die Frage ist jetzt nur, wo bekomme ich das Pendant dazu her? Was kann ich einsetzen? Kann ich diese grüne Katzenauge da einsetzen oder was? Ja, na klar. Na klar, Himmel. Himmel. Ach, was für ein Shit, ey. Das ist doch aber auch Blödsinn. So. So, viel Spaß damit. Zieht ihr rein. Viel Spaß beim Basteln. Verwendet und Rinder. Sorry. Ja, was, keine Sau lässt hier irgendwas liegen? Dankeschön. Wenigstens etwas. Vielen Dank. Aha. Ja, hinter mal. Oh. Das ist natürlich schön. Wir können die Maske jetzt schon komplettieren. Das ist natürlich aufgrund der Kürze dieses Spiels halt auch wichtig, ne? Damit man hier nicht irgendwie ewig rumläuft und erstmal versucht, Dinge zu finden. Um hier zur Kohle zu kommen. Stirb, stirb, stirb. Ich hätte gern stärkere Waffen. Aber niente. Oder wenigstens mal Fässer, in denen immer was drin ist. Also es ist doch wirklich... Es ist doch... Nö. Okay, gut. Dann puzzeln wir jetzt hier mal kurz rum. Kombinieren. Swim! Also man sieht so, ne... Letztendlich werden die Rätsel für Leon jetzt so ein bisschen umgebaut. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Und erstaunlich finde ich auch, dass die Grafik hier anscheinend noch die Original von der PlayStation 2 ist und nicht HD Remastered wurde. So sah damals aus. Ach, der Hammer. Where's everyone going? Bingo? Separate ways. Here's what I know so far. Osmond Sadler's cult is known as Los Illuminados. They've resurrected some sort of parasitic organism they call Las Plagas. That's all my organization knows for sure. Though Sadler's occult activities seem worthy of investigation. The Salazar family, Castellans for generations, possessed the ability to control Las Plagas. The organization's hypothesis is that a unique frequency of sonic wave, sensed only by the parasites, is used to control them. The same principle used in dog whistles. This was inferred through the analysis of a tissue sample we retrieved. The tissue contained an organ presumably used for sensing sound waves. I've seen cult members carrying ceremonial rods, and I wonder if they emit these sounds. Of course, this is purely theoretical.
The organization needs samples of the parasite to confirm or disprove these theories. That is the main objective of my mission, and the only way to prove my loyalty to the organization. The opening moves in this chess game have been played. There's no turning back now. Ich habe diesen Auftrag nur übernommen, um meinen eigenen Zielen näher zu kommen. Das darf niemand erfahren, egal was passiert. Einfach verkriechen ist natürlich nicht meine Art. Ich muss mich ab und zu zeigen und ihm Tipps geben. Das habe ich bislang herausgefunden. Osmond Saddlers Sekte nennt sich Los Illuminados. Sie haben eine Art Parasit, den sie Las Plagas nennen, zu neuem Leben erweckt. Das ist alles, was wir sicher wissen. Auch wenn Saddlers okkulte Aktivitäten bestimmt eine nähere Untersuchung wert sein dürften. Die Familie Salazar stellt schon seit mehreren Generationen den Kastellan und ist in der Lage, Las Plagas zu kontrollieren. Die Organisation hat die Hypothese aufgestellt, dass die Parasiten mit einer bestimmten Schallfrequenz gesteuert werden. Ähnlich wie Hundepfeifen für Hunde. Dies hat sich aus der Analyse einer Gewebeprobe ergeben, die wir ergattern konnten. Das Gewebe enthält ein Organ, das wahrscheinlich zur Erfassung von Schallwellen dient. Ich habe Sektenmitglieder mit Zeremonienstäben gesehen und frage mich, ob diese Stäbe diese Töne ausstrahlen. Das ist natürlich nur eine Theorie. Die Organisation braucht Proben der Parasiten, um diese Theorie bestätigen oder verwerfen zu können. Das ist das Hauptziel meines Auftrags und gleichzeitig meine einzige Chance, der Organisation meine Treue zu beweisen. Die Eröffnungszüge in diesem Schachspiel sind gemacht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. We have an irregularity. The researcher we planted has been discovered by the Illuminados. You must be talking about that vagrant Spaniard. So where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. You don't need to remind me. Luis Serra. And I thought I was high maintenance. So, da sind wir wieder. Hallöchen, ihr Mäuse. Wir müssen Luis Serra retten. Hühner einnehmen. Naja, bitte. Und dazu müssen wir einmal wieder hier über die komplette Map. Da könnte ich schon wieder. Da könnte ich schon wieder kotzen. Das ist schon wieder sinnlose WG-Macherei. Das ist ach, unglaublich. So, wir haben hier einen Händler drin. Welcome! Welcome! Got a selection of. What are you buying? So, Schatzkarte für Auftrag 2 für 10, auf gar keinen Fall. Oh, auf gar keinen Fall. Bei der TMP juckt's mir ein bisschen in den Finger. Is that all, stranger? Da schlag doch mal zu. You. Ah, Sturmgewehr. Halbautomatische Sturmgewehr, auch schön. Naja. Come back anytime. Okay, come back anytime. So, dann. Ist doch bestimmt einer von denen hier drin, oder? Unforastero! Ja, Unforastero. Bisch! So. Schwein gehabt. Aber wie gesagt, wir haben echt anscheinend ein sehr luschiges Messer hier am Start. Oder die Feinde sind halt schon so hochlevelig irgendwie, dass wir hier einfach uns einen abmessern können, wie wir wollen, und hier passiert ein Scheiß. Ah, oh, schön. A golden egg. Wundervoll. Oh, nee, Alter. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Dr. Salvatore da vorne, Alter. Das ist, den kannst du ja nicht brauchen hier. Pirato. Un forastero! Un forastero! Oh. Hey, das Bitch! Ah, Drecksbitch. Wirk.
Ja, tatsächlich ist das halt wirklich recht nervig, mich jetzt hier ständig überall durchzukämpfen. Erstmal ein schönes Schnittei. Deswegen werde ich versuchen, das größtenteils zu durchlaufen. Ah, da oben. Da oben glänzt es. Das sind Patronen. Shabi, shabu, shabam. Wo müssen wir hin? Da oben. Wir müssen oben lang. Okay. So, los. So, wo müssen wir lang? Wir müssen unten. Ja. Zack. Oh Gott, alles voll mit Fallen hier, ey. Oh, das darf da alles nie wahr sein. So, durch sind wir. Eine Kugel kommt. Nein, sieht nicht so aus. Zum Hauptspiel wurde jetzt hier, ihr werdet es bestimmt gesehen haben, eine Steinkugel losgelöst. Der wir denn wegholen müssten. So, und hier sind was. Ja, na klar, hier stehen natürlich immer noch die Penner, ey. Ach Gott. So, gucken wir mal. Oh shit! Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh Mann. Tja. So, und ich haben wir jetzt. Okay, Schakalmunition. Den nehmen wir mit. Rapido! Ja, geile Kiste. Und komplett woanders hin geschliffen worden. Der ins Weg war so für'n Arsch. Aber so für'n Arsch. So, grundsätzlich jetzt, wie gesagt, es ist... Schauen wir mal. So, jetzt gucken wir doch mal, wie sie uns jetzt... Schicken sie uns nochmal komplett wieder zurück. Komplett. Liebe Entwickler, das ist man nicht cool. Das ist man wirklich nicht cool. Ihr lasst mich mal schön in Ruhe, Freunde. Hier hoch. Hau ab. So. Weg zurück. Mal gucken, ob jetzt hier irgendwelche Penner rumlungern. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister und seine Schergen. Oh, schön, ein rotes Kraut. Nice. So, und die Leute, die quasi das Hauptspiel gesehen haben, wissen ja, ich bin immer ein großer Fan von aufgeräumten Koffern. Und deswegen sieht es jetzt mal so aus. Für die bessere Übersicht. Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se curará de la rata. Y si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón, es un hombre. You carry
the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ich find's immer wieder, ich find's so krass, dass die Zwischensequenzen in SD sind. Wirklich noch, ne? PlayStation 2. Grafik. Hat Charme, aber ich bin irritiert. Man sieht mich wirklich irritiert. So. Jawohl, aber da, mein Freund. Tot. So, ihr könnt euch alle mal verpissen. Ich mach's. Alter. Alter, warum wimmelt das hier von euch? Hallo Händler. Ein Eisenschlüssel. Oh, schön. Wir haben einen Eisenschlüssel. Das ist schon mal gut. Eine großkalibrige Waffe mit unendlich Munition wäre mir lieber, aber hey, das ist ein Eisenschlüssel. Explosion! Die Penner kommen jetzt hinterher geschissen, mal. Die kommen hinterher geschissen, diese Nerv hier. Pack. Reload. Na, jetzt erstmal Begrüßung. Komm mal die Tür auf. Put, 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 put. Und gut, das her! Nein. Nein! Oh, nicht so in das Plagas jetzt. Scheiße. Scheiße, irgendwie. Du kannst die Leute nicht einfach so umrennen und dann einfach stehen lassen. Nein, die Penner kommen dir hinterher geschissen. Dieser nervende Pack kommt dir hinterher. So, und hier dürfte, glaube ich, noch der Aufzug lässt sich wohl nur mit einem Schlüssel aktivieren. Leider anscheinend nicht der kleine Eisenschlüssel. Welcome! Welcome! Got a selection of good, what are you selling? So, lass mal erstmal ein bisschen für Kohle sorgen. Goldene Armreif. Thank you. Is that all? Thank you. Knapp 50, damit bin ich jetzt nicht weit im Supermarkt. Come back anytime. So. Jetzt weiß man mal Ei.
Hier doch nichts über so ein schönes Schnittei. So, und ich glaube, wir müssen jetzt den Abstecher in die Folterhütte machen. Und die wissen, was die Folterhütte ist. Wissen auch, was uns da wohl erwarten wird. Aber obwohl eigentlich dürfte rein kontinuitätsfehlertechnisch nicht sein, dass wir jetzt dort auf den Bürgermeister treffen. Hat das jetzt irgendwie Sinn gemacht? Für die meisten wahrscheinlich nicht, die dich kennen oder gesehen haben. Wir sind nämlich im Hauptspiel an diese Stelle gekommen und da mussten wir gegen diesen großen Bärtchen, einer stillen, äußerst starken Bürgermeister kämpfen. Und wir laufen jetzt auf dasselbe Haus zu. Es würde mich jetzt halt sehr irritieren, würden wir jetzt ebenfalls gegen den Bürgermeister kämpfen. Mal schauen, was sich jetzt hier einfallen haben lassen. Okay, gehen wir mal rein. Ah, okay. Bela-Schwester. Oh, der war ja mal so weit von daneben geschossen. Oh, echt? Ja, von hinten. So, den werden wir mal versuchen, ganz schnell loszuwerden. Oh, Silencio. Silencio. Der Aufzugsschlüssel, das ist doch schön. Klasse. Na, das war doch mal gar nicht so super von mir gemacht hier. Ja, Leute, zurzeit läuft doch auf Netflix die neue Resident Evil Serie, Resident Evil Infinity. Habt ihr die gesehen? Gibt es unter euch welche, die die gucken? Würde mich mal interessieren, haut's mal in die Kommentare. Ich liebe euch so ein bisschen damit, mir die anzuschauen, aber ich weiß noch nicht so recht. Ich kenne die Animationsfilme, die fand ich, also nett gemacht. Nein! Nein! Oh nein! So eine Scheiße. Hier auf gepasst. Naja, egal. Ja, die Animationsformen waren nett gemacht, aber waren halt auch so ein bisschen so. Auch so ein bisschen substanzlos. Eure Meinung würde mich mal interessieren. Also, haut's in die Kommentare. So. Schlüssel. Aktivierungsschlüssel verwendet. Jetzt heißt es Seilbahn fahren. Aber eine Menge. Ah, guck mal, ist das ja schon offen. Bitte. So. Oh, hier. Patronus. Und ab geht die Reise. So, hier ist noch ein Fass. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Aha, okay. Oh, mir schwant nur shootet. Weil wenn ich mich, glaube ich, recht erinnere, war im Hauptspiel der Punkt, wo wir jetzt einmal an den Bela-Schwestern vorbei mussten. Oder an El Gigante. So, Bildet ist jetzt nicht geil. Bildet ist jetzt nicht geil. Wir sind eh arm. Können wir so einen Enterhaken.
So, so. Wir benutzen also keine Türen. Nein, das ist nicht mehr zeitgemäß. So, können wir den hier irgendwo hoch? Mit unserem kleinen Grabbelhook. Ja, tatsächlich. Nein, hü. Und dann müssten wir hier drüben auch hochkommen. Jawohl. Jawohl, Avatar. So, okay. Ja. Kann es einfach sein, dass ich einen... Ah, nein, ich kann ihn ja verkaufen. Ich glaube, ich habe einen Schatz übersehen, wa? Scheiße. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Butze? Geht da hoch. Schade. Kann ich nicht. Na gut. Oh, warte mal da. Pistolenmunition. Oh nein, Alter. Man wird ja schon mehr so aufmunitioniert, als wenn die Scheiße hier gleich losgeht, ey. Hier mit El Gigante zu kämpfen, ey. Das wird hier nichts hier mit. Ey, da. Geh durch, ne. So, aber jetzt. Swim, swim. Geht auch so. Schön. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Hey, señorita. Got a light and some smokes to go with it to make my day? Where is the sample? Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady. Where do you stand on all of this? Exactly what kind of group are you working for? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Fine. I can take a hint. I don't care who you are, as long as you get rid of that old man and his religious friends. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada!
Luis has succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him, ASAP. Understood. And that U.S. government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. Leon. Ja, da merkt man doch, da sind doch Gefühle da. So, herzlich willkommen zurück hier bei Separate Ways mit Ada Wong. Welcome! Sage ich doch dazu. Come back anytime. Ja, jetzt ist es glubbiger. So, okay, ganz kurz hier mal nachlumpsen hier, die Schlumpse. Und hier seht doch schon mal. Pfeile. Ja, voll, aber bis unter. Ja, vergiss es. Vergiss es, mein Freund. So, ja, ich muss die Pfeile leider zurücklassen, weil, nee. So, ich hoffe. Oh, okay. Und, was ist, Händler, hilfst du mir? Hilfst du mir? Oh, der wirft das Ding? Alter, das kann doch nicht sein, geschehen, ja. Ja, na klar. Na sicherlich doch. Wo sind die? Wo stecken die Penner? Muss doch oben auf Gang sein, wa? Oh, echt nur? Finde ich nicht fair. Zeig mal, wie das ist. So, irgendwo müsste, glaube ich, noch einer sein. Oh! Kenne ich noch. What? Ich glaube, mein Hamster bonert. So, nochmal schnell nachladen. Ist da? Ja, ist da. Nein. Haben die jetzt hier oben lang geschissen? Wo sind die? Wo sind die? Oh. Aufregend. So, wo ist denn der, wo ist denn der Ausgang? Da komm ich denn da, kann ich hier lang laufen? Ja, da. Ne, schauen wir mal. Ich bin so ganz schlecht, was Irrwege angeht. Hier ist mal dicht. Ich meine, letztendlich sollen sie auch dafür da sein, dass sie die Leute verwirren, aber ich renne da rum wie, für mich das sieht alles böhmische Dorf ab. Das ist keine Chance. Scheiße. So, eingelatscht. Feine Sache. Oh, warte mal. Moment. Hm.
mitgenommen. Mitgenommen. Kann ich denn hier noch irgendwas reißen? Da kommen wir jetzt da hoch. Bringt mir das was? Kriegt er wieder hin? Hallo? Hallo? Kann ich hier rein? Das? Ja. Nice. Dann können wir erstmal hier kurz mal eine kleine Plündertour. Oh, ja, erlebt man immer öfter, dass man Parfum an die Decke klebt. Macht Sinn. Das ist persönlich der beste Ort. Da heb ich auch meine Parfums auf. Und super. Ja, ja, nee. Nee. Feile. Heile, was ist los? Big John Rambo oder was? Ich hab doch mit einer fucking Armbrust irgendwie, obwohl, ne, der hat ja mit dem Bogen geschossen, mit der Armbrust. Aber. Nee. Einfach nee. Kann ich nicht. Eigentlich. Krieg hier oben. Sollte dies tatsächlich der Weg sein, den ich laufen soll? Es gibt zwei, ne? Ich werde mal tatsächlich kurz meinen kleinen Umweg machen. In der Hoffnung. Fett hier mal zu finden. Fett. Noch Kohle abzusahnen. Bei meinem Glück nicht eine Puseratze. Nur Feinde. Ein bisschen witzig. Das ist toll. So, hier vorne ist noch so ein Kron. Jetzt muss ich mir doch wirklich alle Furznasi ohne so eine Koffer Extension kaufen. Das ist. Oh nee. Nee, einfach nee. Tag. So, hier sind wir im Hauptspiel nicht drüber. Hier kommen wir nicht nochmal zu dem Punkt zurück. Hier haben sie. Ja. Ja. Handgranate. Jäbelkraut. Nice. Schrotmumpeln. Stück. Mann. Sand mit Verzierung, das ist doch schön. Okay, gut. Das ist wunderbar. Okay, also da oben rüber. Schwuppidiwupp. Spider-Man-mäßig. Okay, checken wir nochmal kurz da die Ecke beim Händler aus. Und dann sieht mich schon die nächste Koffer-Extension-Kurve. Das ist doch. Also. Oh, yes. Alter. Oh, yes, da, du kleine Nutte.
Also auf jeden Fall muss man mal sagen, dass die Black Tail echt gut abgeht. Was die Feuerfrequenz angeht. Die Schussrate. Und which room is it? Okay, hier könnte ich mal um die Ecke gehen. Finden wir noch irgendwas? Hier ist jetzt so. Noch nicht tot, der Typ, wa? Das ist doch schon mal hart erkannt. Natürlich. Die sollte doch nicht sein. Und nachher findest du da hinten eine Packung Pistolenpunition. Und man sagt so, na, das hat sich doch jetzt aber total gelohnt. Nein, man findet doch halt gar nichts. Das ist ja noch geiler. Gar nichts. Mann. So. Alles da, Freunde. Alles da. Da ist unser Händlerchen. So, na, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Oh, hier ist er. Komm mit. Headshot, Baby. Was ich total schau finden würde, wenn ich jetzt hier nicht neben gegen den Wolverine Ganado kämpfen müsste hier. Mit meinen spärlichen Dingen, die ich hier am Start habe. Bitte nicht. Bitte nicht. Das ist doch scheiße, Alter. Das ist doch scheiße. Und jetzt habe ich richtig Mist gemacht. Jetzt habe ich richtig Mist gemacht. Ah, das ist natürlich jetzt eine Sackgasse, wo ich nicht hin wollte. Kacke. Hau doch ab, Alter. Hau doch ab, Junge. So, wo ist er denn? So, ist jetzt hier mal Ruhe im Karton, Freunde. Ja, jetzt hat mich so krass Leben gekostet jetzt hier. Aber wie hohl ist denn das, die gleiche Nummer hier nochmal abzuziehen wie im Hauptspiel?
Matano. Was denn, Matano? Oh. Ach, fickt euch doch, ey. Was soll denn dieser Scheiß hier? Also das ist ja mal ein Für was? Für was? Das ist so hohl. Ja, was soll ich jetzt hier drin? Echt jetzt? Also das ist also... Nee, da fehlen keine Worte. Das ist mal so richtig dummes Recycling gerade, irgendwie. Also, jetzt pack ich da in die Sanduhr rein, damit Leon sie findet, obwohl der ist doch schon da gewesen. Die Truhe ist offen. Was? Also, da... Nee. Also, da... Nee. Fehlen mir ja wirklich echt jetzt mal die Worte. Aber, bitte. Er ist nämlich schon hier. Leon, I'm sorry, but I can't be seen with you. Matano! So, dann machen wir das hier mal ein bisschen dezenter mal klären, hier die Nummer. Nimm dies! Schurke! Alter! Da drüben nur Tränen, ja. Mein Kleiner. So, ich würde gerne mir den ganzen Stuff da drüben nehmen. Aber die hat ja schon gesagt, wenn ihr mich hinziehen würde, möchte ich ihn liegen. Ja, musst du den Hohn halt weg. Den Hohn halt weg. Den Lumpen. Kann ich jetzt runterspielen? Kann ich runterspielen? Kann ich runterspielen? Würde er zu gerne, ja, kann ich. Würde er zu gerne den Raketenwerfer drin haben. Der da nicht. Seht ihr ihn da drin? Ah, er ist zum Greifen. Ah. Naja, schade, geht nicht. So, ist der Typ aber auch nicht out of ammo. Eine Blendgranate, ja, schön. Schöne versteckte Blendgranate da oben. Das, so gefällt mir nicht. Nee. Nee, ey. Bitte nicht Ashley.
bitte nicht. Moment. Okay, ich muss ja noch hier hin, wahrscheinlich eher tiefer. Leon! I got it! I have the sample. You serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lewis. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lewis! Lewis! Unfortunately, a bit too late. Did you retrieve the sample? No. Sadler has it. There will be another time. Have you had a chance to eliminate Leon? Not yet. If that's the case, then maybe we can capitalize on his little lucky streak, take advantage of the distraction he is causing for Sadler and his followers to retrieve the sample. What's the news on our friend, Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Edas Wong Walking Simulator. Viel, viel Strecke machen über viel, 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 viel Karte. Da bist du hier nur richtig. Ach, ich mag die Mucke. Die ist so cool. Der Soundtrack von Resident Evil ist halt auch echt. Ja, echt jetzt, Alter. Oh, 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 der Dicke da. Das lief semi-gut.
So, und Alter, er hat mich mal fallen lassen. Ich krieg keine Macke. Das kann nicht wahr sein. Ey, Wahnsinn. So, das muss ich jetzt tatsächlich aber nicht damit machen, sondern das machen wir mal damit. So, normaler in Qualform mit Tod erlitten. Er sieht gut aus. So, ich muss wohin? Gehen wir erstmal da hin. Hier finden wir doch bestimmt etwas. Rubble Hook. Wie kommen denn da hin? So, okay. Dann können wir uns ja den Rest holen. Tja. Der Goldwuchs. Das Doof ist natürlich halt. Du kannst die Blacktail halt nicht pimpen, in dem Falle. Oh! So, wollen wir uns doch mal etwas Munition sparen. Spiel survived. So, schön Schrott. Flinten, Munition. Hier haben wir noch. Kraut. Ja, nochmal nichts wieder. Das ist doch großartig. Warum stellen denn Entwickler da irgendwas hin, wo eine Stange ist? Ein totaler Stand ist. Was soll das? So, Shabadu, Shabadi. So, jetzt machen wir mal erstmal. Geht's uns mal gleich ein bisschen besser? Nicht. Warum sind denn jetzt alle Fuchsnasi irgendwelche? Was Plagas am Start? Echt jetzt? Schade. Aber nichtsdestotrotz, schöner Schuss. Double Headshot. Durch. Durch den Schild durch. Guten Tag. Wir. Na Gott sei Dank. Er stürzt hier runter. Ganz heroisch und heldenhaft. So, Seidenspiegel. So, warte mal, hier können wir hoch. Grabben. Hier irgendwo müssten wir uns ja mal die Rote holen.
Oh, fuck you, Alter. Ja, das ist ja toll. So eine Heilung habe, ist Wahnsinn. So, bitte lass jetzt hier nicht auch wieder fünf Leute hier angeschissen kommen. Goldlux. Kann ich, sind die für den Goldlux? Nein, sind sie nicht. Nein, oh Mann. Kacke. Okay, na wenigstens kann man jetzt hier gleich rüberklettern, das ist ja schon ganz gut. Enterhaken. So, finden wir hier noch irgendwo da hinten eine Saat? Ja, Hilfespray. Das kommt natürlich sehr gut. Hervorragend. So, von Zauberhand wird sich das jetzt hier gleich sortieren. So, und schaue da. Es sieht schlecht aus irgendwie. Pistolenmunition ist ja richtig mau. Ansonsten, also das muss ich wirklich irgendwie... darf nicht so viel daneben ballern. Kriegsschiff. Nicht schlecht. So, Team P. Die wird immer weiter aufmunitioniert. Die ist dann mal voll, aber schnell wieder leer. Das Schlimme ist, du kannst dir keine Munition kaufen. Das ist scheiße. Das ist richtig, richtig scheiße. So, da wäre doch mal interessant. Oh, bitte lass mich diese Waffe da nehmen dürfen. Bitte. Ja. Das ist eine Gewehrbatterie. Dafür brauche ich die Archivierungsschlüssel blau. Wäre doch schön. Den würde ich gerne haben. Handgranate. Sieht nicht gut aus. Das. Oh, nee. Oh, komm. Oh, komm. Das ist doch albern. Also, was ist das für eine Scheiße? Ah, das ist ja mal wirklich ein unglücklich gesetzter Punkt. Ja, du kriegst ja sofort... Ah, du kriegst ja so verbacken Feuer von den Bordgeschützen. So, okay. Jetzt hier erstmal kurz mal in Position gebracht. Safe? Ich bin jetzt safe. Cool. Oh! Ist ein bisschen unfair. Ist ein bisschen unfair. Oh, schnell. Oh, because
safe? Ja, können wir safe. Shit. Ja, dann zieh mal durch. So, jetzt ist die Frage. Schade. Schade eigentlich. Mist, hätte man noch ein paar andere umlegen können. Merde. Machen wir das doch. What? Eine Maske? So, na gut, hochgeklettert. Schauen wir nochmal, wie die abgeklettert sind. Einsammlung. So. So, wo war denn die Unterhaken? Wo ist Unterhaken? Mit uns. Zack. Und schön. Warum denn bitte? Eine rote Karte machen wir jetzt. So, ein Pater Nostra Party. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht zu ungemütlich. Bei meinem Glück wird es das. So ein hartnäckiger Penner, ehrlich. So, okay. Schnappen wir uns hier mal erstmal. Den Good Stuff. Schauen wir mal, was hier noch getönt. Mitnehmen könnte. Oh, ist eine Pistolenmunition. Und eine Holzkiste. Und, ja, Pistolenmunition. Das ist immer ganz gut. Sniper hat 10 Schuss. Okay. Hm. Gut, dann lass mal ein bisschen mit der Pistole weitermachen. Sag jetzt. Okay, die Leute, die wir von hier weggerotzt haben, sind natürlich nicht mehr da. Also, der Stuff ist nicht mehr da. Achso, das war auf meiner Deck, wa? War da drüben. Na gut. Laut, hochklettert. Scheiße. Das muss immer schön sein.
Was denn jetzt? Nein! Nein! Oh Gott, wieso? Oh komm, Alter, das ist dann mal einfach total lächerlich. Echt jetzt? Sie alle an die Schissen, oder was? Kann halt hier nicht euer Ernst sein. So, okay, was ist... Die... Oh, Scheiße! Okay, alle klar, ich muss ganz schnell da rüber. Also richtig hurtig. Mir schon. Oh Gott. So, das haben wir. Auf das Ding? Was ist denn jetzt? Nee, Counter muss man nicht abhängen. Der Counter ist noch nicht durch. Oder wartet schon? Warte, du musst einfach bloß vom Boot runter? Okay, Leute, I'm fresh off the boat. Pfeile. Pfeile? Mann, Alter, warum denn Pfeile? Sollte ich mir jetzt doch wirklich die Armbrust kaufen? Ich möchte mir die Armbrust nicht kaufen, weil das ist eine Armbrust, ey. Welcome! Er kann mir so ja. Kann sie mir ja nicht kaufen. Es ist doch. Ganz viel Spaß haben. So, hat sich da noch einer von euch Gewürzgurken versteckt hier? Wahrscheinlich wird er erst später getriggert. Okay, einen Punkt erreicht. Nachladen. Hat's gemacht? Das Ding rührt sich nicht. Wahrscheinlich wird man seitdem verschlossen. So, jetzt mal so ein Grabble-Hook, wa? Wenn man sowas jetzt hätte.
Verrückte Sache. Okay, gut, alles klar. Ach, kennen wir nie. Na gut. So, Oh! Shit. Einsatz mit X. Mist. So, jetzt kommen die natürlich alle in rauen Massen. Oh shit. Wo stehen sie? Die Lampenmenschen. What? Okay. Das haben wir auch recht gut geklärt jetzt. Wir kommen auch nirgendwo hoch mit unseren. Wisst ihr, dann haben wir hier schon so einen Grabble-Hook irgendwie. Und nirgendwo kommen wir jetzt aus dieser blöden Situation hier raus. Ich könnte das so entspannt von irgendwo oben klären. Aber nein. Ey, da geht ja eine EQ drin. Oh shit, was ist denn los? Okay, es wird mir jetzt so weit oben da angezeigt. Seidenkristall. Leeres Fass. Wunderbar. I love it. So, und die Kamera. Möchte auf jeden Fall, dass ich die ganze Zeit noch umschaue. Greifhaken mit einem Enterhaken nach oben. So. Hoch. Ja, das war jetzt nicht so strategisch nice gelöst, die Nummer. Aber, na. Klar, es wie das. Na, mach's auf. Kannst du durchschießen? Nee, ne? Ja, kannst du. Na, Schlauch. So, okay. Na, nur, was haben wir denn da übersehen? Steffi Goldlux. Das Schlimme ist, er kann durchschießen, ich nicht, wa? Yep. Fieb's doch nicht so. Aber wahrscheinlich werden sie mich in dieses Vogelnest da oben, also das Adlernest, nicht reinlassen. Machen auch schon Spaß. So,
Okay. Wo denn? Wo ist er? Wo kommt er? Schau mal erstmal hin. Nicht, dass ich hier noch irgendetwas übersähe. Hä? So, guck mal kurz eine kleine Verwirrung. Gut, es lang geht. Bitte? Was? Brustpfeile, warum? Oh, Brustpfeile! So, hier finden wir auch keinen Schatz. Diese sinnlose Verknappung. So, sage mir, finde ich hier irgendetwas. Okay, Pistolenmunition. Lässt was fallen, nicht. Sag mal, ich. Okay, was soll das? Was soll das? Ich sehe das nicht. So. Das Spiel möchte wahrscheinlich auch, dass ich mehr Blendkamera benutze. Aber das ist knifflig. Da werden wahrscheinlich gerade Leon und Krauser kämpfen. Schauen wir mal. In the red dress. Looks like we have the upper hand here. Yeah.
You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Report. Time is almost up. Krauser's dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Tja, Wesker ist einfach mal ganz klar ein Drücker und sagt irgendwie, Leon must die. Na gut, dann werden wir uns mal durchmeucheln. Na, Matano, Freunde. Fiese Geräusche. Aber 9 Schuss pro ist auch ganz schön heftig. So, jetzt mal hin. No, nein. Nicht doch dieser Lauch. Doch, bitte mal. Oh. Ach, okay. Nein, ich hab 2 Stück geworfen. Ich bin so scheiße. Zupf und hoch damit uns. Sieht schon echt immer mega geschmeidig aus, diese Frau, die wieder hochwuppt. So, wenn man jetzt noch treffen würde, werdet ihr fast ein bisschen aushalten. Oh, 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 au, 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 au. Bisschen Pistolenmunition aufgenommen. Oh, oh, warte mal. Oh, ah, wir haben erwischt. There's nothing. So, das Einzige, was wir machen können, wir können das kombinieren, aber das war dann auch schon hier. Mit dem Kokolores. Ist hier unten noch jemand? Ich bin von runter. Ja, genau hinter uns, der Arsch, Alter. Hey. Eigentlich macht er vielleicht so einen kleinen. So einen hippen Uppercut oder so. Oh, sind aber auch zu. Ja, spring mal runter. Okay. Okay, wo kam der jetzt her? Oh! Oh. Blöde Sackgasse, aber was willst du machen? So, Arsch mit da. Ich bin so am Arsch. Mann, wie dauernd Alter immer daneben schießen würde. So, also die Shotgun ist anscheinend die einzige Waffe, mit der ich nachher irgendwie ansatzweise auch nur irgendwie sowas wie.
noch den Bossfight eventuell. Schreiben kann. So. So, das war doch ganz nice. So, dann nehmen wir das mal. Ein bisschen weiter hochgepusht. Vom Leben. Nachdem wir hier schon fast verreckt sind. So, dort haben wir. Oh, wunderschön. Das ist doch geil. Das kann man doch gleich kombinieren. So, das nehmen wir. TMP-Munition auch immer gut. Oh, Scheiße. Na, ich habe jetzt hier nicht übersehen. Oh, echt, jetzt also ein Pitfight. Gebündelt hier, wa? Okay. Gut, Cage ist offen. Oha, okay, alles klar. Jetzt nachladen. Wunderbar. Das geht auch ganz gut. Oh, okay, alles klar. War echt, ja. What? What? Na, sage mal. Fringe. So, ich erwähne es schon mal, dass ich so am Arsch bin, wenn jetzt hier auch nur ansatzweise irgendetwas wie ein Bossfeld um die Ecke kommt. Irgendwie. Also, munitionstechnisch. Ich hab so ein bisschen was, so ein bisschen. Aber schon allein der nächste Abschnitt könnte schon echt scheiße werden, ey. Und er wird scheiße. Ich, ach Gott. So, okay, gut. Das machen wir nochmal. Ganz auf die Schnelle. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, denn ich habe keine Armbrust.
Was für ein Dreck, Alter. Was für eine Scheiße. So, ich spring mal runter. Vielleicht kann ich ein bisschen was mit dem Sniper klären. Aber viel Hoffnung habe ich nicht. Oh, oh, schön. Was haben wir denn da? Warte mal, da müssen wir nochmal Abstecher machen. Hier müssen wir nochmal. Rotes Kraut, geilo. Boing! Ah, oh, echt jetzt. Was steht denn der Knie hier rum? Oh, gelbes Kraut ist natürlich. Ist doch nicht schlecht. Okay, also der Abstecher hier unten war es auf jeden Fall mal wert. Ja, ist schon was passiert, ne? Das Tor wird zugehen und dann. All hell broke loose. Scheiße. Ja, ist halt. Und die MGs kommen raus, oder? TMP. So, er ist. Shit. Alter, ich hab einen Arsch hier. So. Und sofort erstmal. Oh nein. Nein. Alter, wo ist er denn? Tot. Tot. Tot, 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 tot. Ja. Das ist ja... Das ist ja schwierig. Ja, kann ich es jetzt mal so probieren. Und siegreich, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Was? Schütten Schelz. So, latsch auf den Dreck. Kohle ist aber gut. So, jetzt bitte lass mich noch auf der anderen Seite jetzt hinkommen. Aber das wird bestimmt nicht. Bei meinem Glück wird das passieren. Oh, schön. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich eine feine Sache. Ganz große Kino. Gut, Sniper Moon haben wir noch ein bisschen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, Shotgun ist tatsächlich die dominierende Munition. Naja, wahrscheinlich. Okay. So, wenn ich mich recht entsinne, erwartet uns hinter der Tür war doch der... Ja, dieser Apparat, mit dem sich Leon hat den Parasiten entfernen lassen. Spoiler!
Also, die noch nicht gesehen haben, unbedingt jetzt da oben mal auf den kleinen Link achten, der jetzt aufploppt. Hauptstory angucken. Aber hey, wenn ihr Separate Ways bis hier geschaut habt, ja, dann brauche ich euch jetzt auch nicht mehr von Spoilern erzählen. Weiß halt, ob es auch glitscht. Oh. Na? Echt, fängt das hier schon an? Oben schon so erwartet werden, ey, ihr Penner. Leon, und du bist jetzt? Oh, war der Arsch. So, gucken nicht, dass sie irgendwo in Hinterhalt auf uns wartet. Gehen Sie doch. So, aber wir gucken vorhin nochmal runter. Ein Hubschrauber. Wrack. Mark! Wohl amerikanisch. Was denn? Was ist hier geschehen? Das ist doch fies jetzt verzögert. Echt jetzt noch einer? Ja, die Sniper ist halt eine coole, mächtige Waffe, ne? Irgendwie, muss man mal ganz klar so sagen. Und die macht halt auch schon echt mega Spaß. Wenn man denn trifft. Oh, was ist ja. Oh no. Oh no. Nein, das ist ja noch heftig. Ach, immer diese Armbrustpfeile. Das ist doch. Leon, you okay? Yeah. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Tja, wann waren diese Entscheidungen jemals gut? Komm, wir trennen uns. In jedem Film. In jedem einzelnen gottverdammten Film. Merkt man. Ja, ich fuck keine gute. Oh, okay. Ah, stopp nicht. Welcome! Ein Händler hier. Und so dachte ich mir das schon. So eine Scheiße, Alter. Guckt euch das mal an, ey. Ja, das ist man total scheiße. Weil. Wenn ich mir die Armbrust jetzt kaufe, irgendwie, ich habe nicht den Platz und ich habe auch nicht die Kohle, um mir jetzt einen XXL-Aktenkoffer zu kaufen hier. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. 30 Schuss für die Armbrust.
Die Frage ist halt, okay, aber ich glaube, die Armbrust war sehr mächtig irgendwie. Die hat auch echt Power gehabt. Aber ey, was soll ich machen? Ich kann doch jetzt hier nicht... Ich gib mir das jetzt erstmal an hier. Ach, das ist aber auch... schnoddrig. So ein Mist. Ein Ei. Ja, das ist auch wichtig. Oh, guck mal. Jetzt wo war das lang? Und hier haben wir noch eine gelbe Pflanze. Naja, damit ist das jetzt... vom Thema. Vom Tisch das Thema. So. Silencio, Freunde. Silencio, wenn ich bitten darf. So, okay. Die muss ich mir noch oben mal schnell erstmal holen. Dann gucken wir uns jetzt hier nochmal die Zellen an. Ja, das ist ein wunderschöner Folterkeller hier. Und wir sammeln natürlich noch alle Dinge, weil hier findet man noch Scharfschütze, Munition. Wie es sich gehört für einen ordentlich gepflegten Folterkeller. So, okay, Scharfschütze, Munition, Wahnsinn. Ein bisschen was verballert jetzt hier. 10 Schuss nur noch. TMP nachladen. 5 Schuss jetzt über. Ja, damit kommen wir nicht weiter im Supermarkt, im Biomarkt, meine ich. Und damit geht unsere Reise auch jetzt weiter. Einfach geschmeidig, diese Frau. Einfach geschmeidig. Oh nein. Oh nein, das war auch so. Oh, das war so eine Bockmistnummer hier, ey. Oh. I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Oh nein. Na, das ist ja ein Traum. Oh yeah! Awesome shit. Oh, das war... Alter, was ist denn los mit ihm? Was geht denn mit ihm? Mann! Oh, bitte lass mich jetzt hier nicht ganz wieder von vorne anfangen. Bitte nicht. Bitte nicht. Ach, du bist so ein... Ach, Spiel, du bist so ein Arschloch manchmal, ey. Stirb doch bitte jetzt endlich mal. That's a large thing you have there. But I don't like it when men play rough. Na, Donner fucking Littchen. Na, das hat doch jetzt mal wirklich ein Kesselchen. Total leer geschlumpst. Ach Gott. So, gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes finden können. Okay. Wahrscheinlich wird das der Weg sein. Und jetzt finde ich, die blöde Lampe, wo ich den Stein ersetzen kann. Echt jetzt? Really? Na gut. Okay. Dafür können wir noch ein bisschen was sammeln. Das ist ja auch nicht verkehrt. Hinterhaken. Ab geht's. Ah!
You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Oh, was? Und instant gleich der nächste Bossfight, Alter. Was? Oh, Mann, nee. Ja, okay, alles klar. Das lief ja super. Ja, das war jetzt aber klar. Also, das. Okay, los. Dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Und vor allen Dingen, wo wir hin müssen. So, ich renn mal einfach an dir vorbei. Na, ich dachte, ich renn einfach an dir vorbei, haben wir doch gesagt. Kann ich runterspringen? Ja. Ja, aber grundsätzlich, wie und wo muss ich auf jeden Fall holzen? Aha, okay, alles klar. So, das ist also nicht des Pudels Kern. Sondern irgendwie muss ich ihn anders kriegen. Aber wie? Aber wie? Also Kugeln geht bei ihm nicht. Kann ich ihn nur verpissen? Passiert? Ich verstehe. Okay, eine epische Kelle da. Nein, wieso? Darauf erstmal ein Eipelt hier.
weil dies hat ja nicht so geklappt. So schlecht mit der Pistole. Also macht auf jeden Fall Spaß. Nein. Ach Mann. Echt jetzt? Sei nicht dein Ernst. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh! Da ist er! Okay, also wir dürfen ihn einfach nur definitiv nicht zu nahe kommen. So. Thank you. This is going to be hard to explain at customs. Ada! Better try a new trick, because that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Ja, das haben wir sofort gesehen, von da hinten hinterhaken. Dann setzen wir mal rüber. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt also... Oh shit. Ja, und natürlich ist das Ding jetzt hier noch kurz vorm Explodieren. So, hier können wir mal abhauen. So, weiter runter. Oh shit. Oh, das war doch witzig. Da rutscht er.
Ach, wie schön. So, rüber mit dem Enterhaken. So, aus. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Schön, schön, schön. Schnell abgehauen. So, du, ach du Scheiße. Du kannst mich mal jetzt mal schön in Ruhe lassen, Freundchen. Holla, holla, holla. Und rüber damit. So, nun aber schnell Leon den Raketenwerfer zugeworfen. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on. See you around. Und damit fliegen wir in den Resident Evil'schen Sonnenaufgang oder Untergang mit dem Hubschrauber. Ja, ihr Lieben, das war Separate Ways. Hat ein kleines Zusatzgimmick irgendwie für Resident Evil 4. Ja, klassisch damals noch zusammen alles auf einer CD für die PlayStation 2. Ja, heutzutage würden sie das wahrscheinlich für 15 Euro als DLC zusätzlich verkaufen. Irgendwie damals, naja, war online noch nicht so ein Thema. Und In-Game-Käufe sowieso nicht. Ja, ein kurzes Gimmick, was halt einfach nur zum Zusatzspiel noch mit hinzu kam. Irgendwie dazu ist noch der Mode Silent Ada. Der jetzt, finde ich, persönlich nicht ganz so geil ist. Und ein noch sehr beliebter Modus, und zwar der Mercenary Mode, wo du quasi dich durch ein gewisses Areal schießen musst und durch erlegte Gegner Zeit gewinnst. Ja? Ist ganz nett irgendwie. Wir werden es für den Kanal jetzt hier nicht bringen. Ich denke, das war jetzt auch erstmal genug Resident Evil 4. Und ja, Leute, wenn ihr Spaß hattet, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, dass ihr da wart. Lasst ein bisschen Liebe da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt.